Ausfahrt TV Tuning wird euch präsentiert von Sonax. Hallo und herzlich willkommen zu Ausfahrt TV Tuning, Folge 6 und eine ganz besondere Folge für mich, denn der Peter hat sich nicht beworben, nein, den habe ich mir gewünscht und zwar müsst ihr den unbedingt kennenlernen. Und warum ist das so? Bevor der Peter sich gleich vorstellen darf, eine ganz kurze Einleitung von mir und jetzt wird es ein bisschen persönlicher und vielleicht auch emotionaler. Für alle, die sagen, boah, jetzt machen die auch noch Tuning nach keine Ahnung was, sonst haben sich alles bei JP abgeguckt und nee, eben nicht. Ich war nämlich früher beim Tuner beschäftigt. Und zwar ist das schon locker flockig 20 Jahre her. Da bin ich damals angefangen im Tuning-Unternehmen, beziehungsweise erst daneben und dann nachher war ich da auch angestellt. 11 Jahre lang war ich da und da habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt. Kann ich nicht anders sagen, tolle Leute, Lieferanten, Zulieferer und natürlich auch Kunden. Und viele meiner Kunden von früher, die kenne ich heute noch und genau so einer steht heute neben mir. Das ist nämlich Peter. Peter, stell dich einmal ganz kurz selber vor. Ja, ich bin der Peter Dornseifer, bin Koch in unserem eigenen Betrieb zu Hause in Schmallenberg, im Gasthof Dornseifer. Und die Leidenschaft zum Auto hatte ich eigentlich immer schon. Und Polo muss das unbedingt sein. Und dadurch habe ich auch durch die Firma Dietrich, wo der Jens eben vielleicht schon, er hat es zwar nicht namentlich erwähnt, aber durch die Firma Dietrich in Münster haben wir uns eigentlich kennengelernt. Genau. Und deshalb sind wir schon ziemlich lange bekannt oder auch befreundet. Und das Schöne ist, der ist sogar 8 Jahre älter als ich. Was Säge. Man gar nicht sieht. Was man gar nicht sieht, ne? Weil du hast ja noch weniger graue Haare als ich, oder? Ja. Ne? Gute Pflege einfach, ne? Ja, ich glaube, ich werde nicht gut gepflegt. Auf alle Fälle, dein Polo, der ist richtig gut gepflegt. Und wenn man jetzt mal sagt, so ein Polo 6N, was ist denn da? Was hast du denn für eine Kasper-Kiste? Nee. Das lassen wir heute nicht gelten. Denn ich weiß hundertprozentig, die Felgen, die du da drauf hast, die hatte ich damals in die Hand. Die lagen nämlich bei uns im Schaufenster und da hat der Peter sie gekauft. Die waren damals schon viel zu teuer, Jens. Ja, natürlich. Ich meine, von irgendwas mussten wir doch leben. Aber ich bin froh, dass ich mir gekauft habe, weil diese Felgen sieht man eigentlich nicht oft. Ja. Und wenn sie jemand sieht, der sagt sofort, oh, guck mal da, PLS. Die alten PLS Vitesse. Die alten PLS Vitesse. Und ich habe sie natürlich noch ein bisschen verändert, nachdem du sie mir verkauft hattest, weil das passte nicht so optimal zu meiner Karosserie hier. Ich hatte damals, habe ich vorne noch 5 mm Distanzscheiben gefahren, was ich für blöd halte eigentlich, weil das ein unruhiges Fahren ist, wegen ohne Zentrierung. Weil die 5 mm Scheiben, müssen wir ganz kurz erklären, die 5 mm Scheiben, die haben kein Zentriering in der Mitte. Ne, da, wo man die Felge dann oft drauf zentrieren kann halt. Das heißt, man muss dann halt das Rad am Wagen wuchten und das geht bei diesen 5 mm Scheiben. Es funktioniert, ja, aber irgendwann hast du dann doch die Unwucht drin. Genau. Ja, und dann habe ich mir überlegt, einfach die Außenbetten zu ändern und habe da noch ein halbes Zoll beigepackt, wo ich erst gedacht habe, da hatte ich so ein bisschen Kopfschmerzen dabei, ob das passt oder nicht. Aber es hat gepasst. Man muss ja auch mal Glück haben. Ja, und das Gleiche habe ich hinten bei der hinteren Felge gemacht. Da habe ich ein halbes Zoll innen drin aber weggenommen, anstatt dazugelegt, um halt rund um 195,45 auf einer 8,5er Felge zu fahren. Und du fährst die Toyos immer noch, ne? Damals habe ich Dunlop gefahren, aber Dunlop stellt die leider nicht mehr her und musste dann auf Toyo umstellen, was für mich auch eine Riesenumstellung war vom Fahren. Weil die weicher sind. Ich habe erst gedacht, ich hätte 4 Paletten Eier unter den Rädern, aber durch Luftdruck und alles habe ich das einigermaßen hingekriegt, dass das Auto jetzt wieder agil ist. Ja. Der Tiefgang, der war wieder damals schon wichtig und der hat uns genervt. Kinder, ich sag euch das, der hat uns wirklich genervt, denn es war ihm nie tief genug. Ja, und der kam zu uns und zum Eintragen halt auch der Radreifenkombination und es war ihm nie tief genug. Und die Tiefe, so wie er heute steht, die konnten wir damals nicht TÜV'en. Dafür musste er nach SAT Euskirchen fahren. Aber was für ein Fahrwerk hast du hier eigentlich drin? Hier ist ein H&R Gewindefahrwerk drin, Monotube. Ja. Was aber auch nicht mehr ganz der Serie entspricht. Hier sind noch gekürzte Dämpfer eingebaut worden. Die Anschläge habe ich selber 15, 16 Mal geändert, bis es so passte. Dann sind vom Golf Diesel die Hauptfedern drin, Zusatzfedern sind andere drin. Also es ist nichts mehr von der Stange. Aber auch das Fahrwerk ist genau so eingetragen worden mit den Nummern da drauf. Also es ist alles zu 100% eingetragen, bis auf den letzten Millimeter. Auch die Tiefe, die Radnaben, Mitte, Kotflügelkante, alles perfekt. Aber Restgewinde ist hier nicht mehr vorhanden. Was ist das? Restgewinde gibt es hier nicht mehr. Bodenfreiheit gibt es auch nicht mehr ganz so viel. Ungefähr 120 mm ist er jetzt tiefer als im Serienzustand. Aber Peter, so ein Wagen, der so aussieht, der hat doch richtig was unter der Haube, oder? Ich weiß es. Der Schein trübt, aber Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt. Ja, du hast gerade doch gesagt, wer langsamer fährt, der wird auch länger gesehen. Ne?
Richtig, genau. Nein, ich meine, es ist sowieso kein Auto zum Heizen, wollen wir mal sagen. Wenn die Strecke es zulässt, wenn es schön gerade ist und es sind schöne Kurven, dann macht das natürlich richtig Spaß. Das ist wie ein Kart mit Dach. Aber wenn es dann hubbelig wird, ist es dann nicht mehr so schön. Also dann, wie heißt das Lied noch? Schüttel deinen Speck. Das hast du gesagt, würde ich nie sagen. Aber scheinbar scheint es in seinem Restaurant definitiv zu schmecken. Aber wir wollten trotzdem nochmal sagen, was hast du unter der Haube? Ist ein 1,6 Liter mal gewesen mit 75 PS, das weiß ich noch von damals. Ja. Was hast du jetzt drunter? Ja, jetzt habe ich drunter gebraucht von Hartmann Motorsport einen Fächerkrümmer. Mhm. Hast du den gemerkt? Den merkt man beim Durchzug, es ist mehr da. Kannst du auch mal, weil unsere Zuschauer wollen immer wissen, was zu den Preisen wissen. Ja, ich meine, bei den Felgen, die gibt es eh nicht mehr, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber bei so einem Fächerkrümmer, was hast du da so investiert? Das waren 600 Euro, 600, 700 Euro sowas um den Dreh. Und merkst das ist aber auch schon alles ziemlich lange her, das Ganze. Ja, und merkst unten beim Durchzug. Auf jeden Fall, ja. Dann weiß ich, dass du hinter dem Fächerkrümmer auch am Cut was gemacht hast. Ja, da ist ein HJS Edelstahl-Cut drunter, Motorsport, 200 Zellen. Mhm. Der kostet so um die? Das war das 230, 250, irgendwie sowas um den Dreh. Ist auch immer schlimm, weil die Frau guckt natürlich jetzt auch zu. Die darf natürlich gar nicht wissen, was wir das Hobby immer so kostet. Die genauen Zahlen dürfen wir nicht sagen, das brauche ich nicht mehr nach Hause zu kommen. Ja. Ja, dann geht es weiter nach hinten raus mit dem Auspuff, mit dem Endtopf. Den hat mir ein Freund gebaut, der baut auch normalerweise für uns die Küchenmöbel, für die Großküche. Ist aber natürlich auch eingetragen, ist ja klar, was macht man denn immer, sowas. Weil damals war erst ein Remus-Endtopf drunter. Der hatte so komische Endrohre darunter. Vom Topf her gefiel der mir, aber halt von den Endrohren nicht. Und es gab keine andere Variante, wenn es nichts anderes gibt. Muss man selber bauen. Muss man selber bauen. Aber es ist ein Edelstahl, so wie deine Küche im Restaurant auch. So sieht es aus. Auch so sauber. Die Stoßstange, die kenne ich auch persönlich, denn der Peter hat damals gesagt, Mensch, baut uns doch mal eine Stoßstange. Und da muss ich jetzt auch wieder zurückrudern, denn bei dem Unternehmen Dietrich haben wir früher GFK-Stoßstangen gebaut, ein Material, was der Peter gar nicht mag. Aber der Peter wollte gerne die Original-Stoßstange gecleant haben. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn der Peter das möchte, dann machen wir das natürlich. Ja, Peter war ja Kunde Nummer 1 bei uns. Ja, natürlich. Und da haben wir gesagt, wir bauen hier so eine Stoßstange, aber mit der warst du nicht zufrieden. Dann hast du uns die zurückgebracht und hast sie selber gebaut. Ja, also ich war ja glücklich, dass die Stoßstange für mich da gemacht worden ist, aber dann kamen sie dann zu mir nach Hause und dann, wo ich das angefasst habe, das Material, habe ich gedacht, nein, ich möchte sie nicht haben, weil Handfeger und Kehrblech habe ich nicht immer dabei, um es zusammenzufegen. Das war nicht so mein Ding und da habe ich mir gedacht, irgendwie musst du jetzt was rausfinden oder erfinden oder gucken, wie wir das am besten zukriegen. Mons in Schmallenberg ist eine Firma, die bauen Leiterplatten und die konnten damals schon dieses Plastik schweißen. Und den habe ich die mal ganz nett gefragt und die haben mir das dann für ein kleines Geld vorne zugeschweißt. Und mein Lackierer Schellmann in Schmallenberg, der hat mir das dann wunderbar verspachtelt und lackiert. Das heißt also, eine originale Polo 6N-Stoßstange, jetzt nur, dass links und rechts die Lufteinlässe fehlen. Dann halt. Die untere Lippe hast du lackiert, das sehe ich auch, Kühlergrill hast du hier. Lackiert das Logo, früher war auch mal hell, ne? Das war hell, ja, das ist vom Golf 3. Ja. Das Original schwarz, das sah nach meiner Meinung besser aus. We'll be right back.
Ja, Peter Siepmann auf den ersten Blick steht eindeutig auf das OEM-Tuning. Das heißt, er benutzt Bauteile aus dem VW-Konzern von anderen Fahrzeugen und verbaut diese an seinem Fahrzeug. Und das ist dabei sehr beständig, denn das Fahrzeug steht ja tatsächlich so, wie es hier steht, schon fast seit 18 Jahren. Und hat immer noch die gleiche Frau, wohnt immer noch im gleichen Haus, hat immer noch das gleiche Gasthof und immer noch das gleiche Auto. Und jetzt schauen wir uns einfach nochmal die weiteren optischen Veränderungen an. Stoßstangen hatten wir, Kühlergrill mit Golf 3-Logo hatten wir auch, Aero-Twin-Wischer, aber die Außenspiegel, die sind noch besonders. Ja, die Außenspiegel, die stammen vom 6N2, das ist also das 2000er Modell. Wobei man dann auch wieder sagen muss, es ist auch wieder nicht ganz Serie, sondern der linke Spiegel, der stammt vom 6N2 aus England. Das heißt, das ist auch der kleine Spiegel. Ich wollte gerne auf beiden Seiten die kleinen Spiegel haben. Ja, dazu muss man wissen, natürlich in England sitzt man auf der anderen Seite. Das heißt, der kürzere Spiegel ist dann auf der Fahrerseite von uns, also auf der linken Seite. Und da haben wir natürlich dann, wenn man beide montiert, hat man entweder zwei kurze oder halt zwei lange. Das kann man sich dann aussuchen, wie man es dann haben möchte. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Heck an. Jetzt stehen wir hier am Heck. Sag mal, die Farbe Blackmagic Pearl Effect. Ja, das ist richtig. Blackmagic Pearl Effect. In einem hervorragenden Zustand. Und ich weiß natürlich, dass du den Wagen jeden Dienstag wäschst, weil da hast du einen freien Tag. Ja. Das heißt, Dienstag gibt es bei dir keine Schnitzel, sondern den Lappen. Da gibt es nur den Lappen. In unpaniert. Unpanierter Lappen. Und ich hätte es gerade mal sehen müssen. Der ist hier gerade angekommen und sagte so, du Jens, ich bin 3 Stunden zu früh und ich muss den Wagen noch waschen. Und dann steht er da wirklich und 3 Stunden hat er den hier gepoliert und gewienert, nur für euch. Also wenn das nachher hier keinen Daumen hoch gibt für Peter, dann weiß ich es aber auch nicht mehr. Und jetzt schauen wir uns mal das Heck an. Also hier oben die Zierleisten, die sind auch nicht original, die sind vom? Vom 2000er Modell auch und dann in Wagenfarbe lackiert. Weil die originalen Lippen sind aus Gummi und da hast du gesagt, das passte nicht zu der Frontscheibe, weil oben die originalen von dem Dach, die sind vorne so rund ausgeschnitten, weil die Frontscheibe auch normalerweise rund ist. Und das muss ja dann schon so ein bisschen passen und dann haben wir das dann auch noch geändert. Gut, Antenne reden wir nicht drüber. Heckscheibe hast du gecleant, das heißt, du hast keinen Heckscheibenwischer. Sag mal, vermisst du den eigentlich ab und zu? Nein, weil ich fahre nur bei schönem Wetter, da brauche ich keinen Scheibenwischer. Das ist natürlich richtig. Die Rückleuchten, die passen besser als die Originalen. Wie hast du das gemacht? Ja, das war viel Arbeit. Ich habe die, ja gut, man hat die ja dann in der Hand, dann ist ja da eine Gummidichtung drauf. Die Gummidichtung habe ich losgemacht und habe die abgeschliffen, immer nach und nach, um halt dann den Mittelpunkt hier zu erwischen. Das, gut, die passen nicht zu 100% hinten runter, aber ich musste auch die Heckklappe berücksichtigen. Ja. Aber ich glaube, das so ganz gut hinbekommen zu haben. Wie hast du das mit der Dichtung gemacht? Hast du die nachher wieder eingeklebt? Die braucht man einfach nur wieder drauflegen. Jetzt einfach wieder man musste das heißt, nur halt sehen, dass es Plan war. Den Steg abgeschliffen und dann genau. Ja, so Kleinigkeiten. Ne? Da muss man nämlich aufpassen, wenn man die Dichtung nachher nicht drin hat. Ich sag mal so, Wasser in den Rücklichten ist nicht toll, Aquarium braucht man nicht zu Hause. Diesen RS-Aufkleber hier, den haben wir damals verkauft. Ist ein Original, kann ich sagen, die Firma gibt es nicht mehr, ist ein Original-Porsche-Ersatzteil, das ist eine Original-Porsche-Ersatzteilnummer. Wir haben die damals beim VAG-Händler, hieß das damals noch VAG, ne? Ja. Wir haben die damals beim VAG-Händler gekauft und haben die dann bei uns im Tuningladen als Tuning-Accessoire verkauft. Also Original-Porsche-RS-Aufkleber auf dem Polo und das ich weiß nicht gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe hier echt Spaß, weil das ist für mich so ein bisschen so zurück in die Zukunft. Ja, Heckschutzstange. Und da unten sehe ich das Endrohr, was du ja gerade schon gesagt hast, was selbst gebaut ist. Genau, das ist selbst gebaut. Das Endrohr an sich, das ist von Fosab oder ist ja, glaube ich, eine Schwesterfirma von Remus. Ja. Das sollte ja so ein bisschen original aussehen, weil ich mich an dem ersten Rohr, was wir dran geschweißt haben, habe ich mir die Finger dann aufgerissen. Es war eine scharfe Kante und da habe ich gesehen, was die damit meinen, wenn man das nicht darf. Also außer das Endrohr hinten drauf ist der ganze komplette Endtopf selbst gebaut. Den hat mir ein guter Freund gebaut, der Frank Schnöde, der baut normalerweise Küchenmöbel aus Edelstahl. Also dann auch kein billiges Trompetenblech, sondern wirklich gutes Blech aus der Küche. Das heißt, der Auspuff rostet nicht und dass der Polo nicht rostet, das sehen wir ja auch. Aber wie er sich anhört, ja, würde ich sagen, das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, jetzt sitzen wir drin im Polo 6N und das ist für mich wie so eine Reise in die Vergangenheit. Denn klar, ihr wisst es mittlerweile, habe ich schon dreimal erzählt, habe ich ihm viele Teile davon verkauft. Aber hier sind auch Bauteile tatsächlich verbaut, die gibt es heute so gar nicht mehr. Zum Beispiel diese Wolfsbrüch Edition Türknöpfe hier. Ja, die kriegt ihr vielleicht noch auf dem Treffen, auf dem einen oder anderen oder auf dem Wühltisch von Rätseln und Raue. Aber das war es dann aber auch schon. Und auch die Wolfsbrüch Edition Fußmatten, ja, ist was ganz Besonderes für mich. Ist so eine Reise in die Vergangenheit. Aber wir fangen mal chronologisch an beim Lenkrad. Was ist das für ein Lenkrad? Das ist ein 28er Momo Course. Und das kannst du wirklich noch so bedienen? Das ist wunderbar, weil es ist ja mit Servolenkung unterstützt und das ist kein Problem eigentlich. Und so kriege ich es auch eingetragen. Also in Verbindung mit einer Servolenkung geht ein 28er hier ohne Probleme. Das hat ja auch so eine Geschichte, das hat auch was mit Dietrich zu tun. ich hatte hier ein 28er Dino-Lenkrad drin verbaut. Und das gefiel mir aber nicht so gut, weil dieser große Prallschutz da drauf war. Also, und da habe ich gedacht, es müssen Momo-Cores sein. Da habe ich gedacht, das ist ja kein Problem. 28er ist ja eingetragen. Ja, nee, so einfach war das dann nicht. Weil das Momo-Gutachten hatte damals nicht den Polo mit drin. Das heißt, wir haben über den Vergleichsgutachten haben wir dann quasi das Momo eingetragen, weil wir einfach gesagt haben, wenn das Dino 28 Zentimeter im Durchmesser haben darf, warum dann nicht das Momo? Und das haben dann die TÜV-Sachverständigen damals genauso eingesehen. Genau. Dafür musste ich aber auch 2 Päckchen Kaffee mitbringen nach Firma Dietrich, weil da wurde viel Kaffee getrunken. Wir haben viel Kaffee getrunken, das stimmt. Für die Kosten halt, für unsere Dienstleistung haben wir meistens damals, das ist kein Witz, das kann man auch mal so erzählen, Kaffee genommen, ja. Und natürlich die TÜV-Gebühr. Ja, weil was der TÜV-Prüfer berechnet hat, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Aber es lag aber auch ein bisschen an dem guten Kaffee, den ich mal mitgebracht habe von zu Hause, oder? Ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ich trinke ja nur Cola. Wolltest du das jetzt wirklich sagen? Das kann ich genauso sagen. Ja. Schau mal hinter dein Lenkrad. Da sehe ich auch, das ist ein Original-Polo-Tacho, aber du hast da trotzdem einiges verändert. Ja, das Tacho ist das Originale. Da wird oft nachgefragt, wenn ich da mal irgendwo bin, was ist das für ein Tacho? Ist das vom Golf 4 oder so? Nein, das ist das Original-Tacho, was hier drin war. Ich habe dann diese Ringe da drauf verbaut und habe mir vom Audi TT die Tachonadel und die Temperatur und Tankanzeige. Ist das schwierig, das Ding auseinanderzubauen? Nein, eigentlich nicht. Weil du die Nadel nicht abnehmen musst? Die Nadeln, also die Tachonadel und die Drehzahl passte so. Mhm. Und die Temperatur und die Tankanzeige, da musste ich so ein bisschen pushen. Das wollte ich eigentlich gar nicht hier so gesagt haben. Ich habe einfach ein Stückchen Rosendraht dazwischen geklemmt, damit die Tachonadeln dann die Position oder diese Nadeln da oben halt die Position behalten. Okay. Das hier ist nicht original. Das hast du komplett verändert. Was hast du da gemacht? Ja, normalerweise hat der Polo 6N hier vorne noch Heizungsschächte. Ja. Und dann für einen Schacht für ein normales Radio. Das wollte ich gerne anders haben. Hatte ich mal hier unten in der Mittelkonsole ein Display verbaut. War auch nicht schlecht. Und im Aber man muss den Blick immer so weit abwenden. Ne? Richtig. Ja. Und im Handschuhfach hatte ich noch einen DVD-Player eingebaut. War alles, sah auch gut aus und so, aber es musste mal irgendwie was Neues gemacht werden. Da habe ich mir gedacht, macht mal einen Doppeldien hier rein. Das hört sich alles leicht an, aber war doch gar nicht so einfach. Wie hast du das mit der Heizung gemacht? Hast du die stillgelegt? Nee, die Heizung, wir haben den Heizungsschacht aufgeschnitten mit dem Dremel. Mhm. Und dann habe ich mir einen alten Inco-Flügel besorgt, dass das gleiche Kunststoff war. Und habe den dann zurechtgeschnitten und dann haben wir den Heizungsschacht wieder zugeschweißt. Weil sonst kommt nämlich links und rechts nichts an. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr sagt hier, auch beim Golfumbau oder sowas grundsätzlich, ihr geht an den mittleren Heizungsschacht und macht da was weg, dann müsst ihr den aber zumachen, weil sonst habt ihr links und rechts nichts. Genau. Ganz wichtig. Ja, ansonsten, das hier ist tatsächlich noch Serie, auch die Sitzheizung hier für die sehr bequemen Ledersitze übrigens. Das ist aber original. Das ist original, die Color Concept Ausstattung ist auch ein original Color Concept gewesen. Du hast sie aber nachgemacht mittlerweile. Ja, diese Seitenteile, die waren so ein bisschen durchgesessen. Nach 20 Jahren, finde ich, darf das auch sein. Da gibt es manches Auto schon gar nicht mehr. Und es gab tatsächlich noch diese Teile original zu kaufen bei VW. Zwar für überteuertes Geld, man hat mir gesagt, die hatten damals 20 D-Mark gekostet, und heute kosten sie über 70 ja. Euro. Ein Teil. Ja, so macht man Geld. So macht man Geld, aber ich war trotzdem froh, dass ich sie gekriegt habe und habe das jetzt in Originalleder überziehen lassen von der Autosattlerei Drexler in Gummersbach, die auch sehr gute Arbeit geleistet haben. Du fährst ganz schön viel, ne, für dein Auto. Ich fahre lieber zu Leuten hin, die sich wirklich damit auskennen, als wenn ich da irgendwelche Leute frage, die sich vielleicht nicht damit auskennen. Also sind denn nur halb schön und dann ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich sehe. Ich fahre nicht viel mit dem Auto, aber wenn ich mit dem Auto fahre, muss das alles passen. Also du legst da halt Wert auf 100%ige Qualität. Genau.
Der Dachhimmel, der ist original nicht schwarz. Nein, der Dachhimmel ist nicht original schwarz. Den habe ich lackieren lassen. Okay. Die Griffe, die Angstgriffe, die habe ich vom Golf 3 US Modell. Und auch die Sonnenblenden. Da bin ich übrigens neidisch drauf, die filme nämlich noch. Aber die lässt du gleich aber bitte hier drin. Ja, ich sag mal so, der Ernst, der dreht hier gleich noch den Carbon und hier vielleicht schraube ich es in der Zeit raus, kriege ich dann ganz schnell hin. Da wäre ich bei. Das merkt der Peter dann gar nicht. Das, ja, weil gleich die Sonne weg ist, ne? Weißt du was? Ja. Fahren wir mal eine Runde? Ja, können wir machen. Dann machen wir das jetzt. Ja, und schon sitzen wir drin, aber was ich wirklich merke, der hoppelt schon. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier länger unterwegs sind, was du ja Gott sei Dank nicht bist, weil du ja wirklich nur bei schönem Wetter für kurzen Strecken rausholst, dann hättest du hier wirklich, das geht doch in den Rücken, oder nicht? Ich bin mit diesem Auto schon zweimal am Wörthersee gewesen, auch auf der eigenen Achse und ich habe da eigentlich kein Problem mit. Also mein Golf ist komfortabler. Das mag sein, ja, aber ich muss ja irgendwie auch einen Kompromiss finden, um die Räder so zu fahren hier drauf, wie bei der Tiefe, dass das so geht. Also von daher musste ich auf Federwegsbegrenzer zurückgreifen und mir macht das auch nichts aus. Aber jetzt haben wir gerade gemerkt, das ist nur mit dem Kurven. Das Leben ist hart, aber der Polo ist härter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir haben gerade gemerkt, beim Kurveneinlenken, da hast du also keine Probleme mit, das schleift nichts. Gar nichts, es schleift gar nichts. Wir können hier auch mit, wir können doch zweimal mitfahren, das wäre gar kein Problem, das schleift keinen Meter. Das ist krass. Normalerweise das serienmäßige Fahrwerk vom Polo ist ja eher dafür bekannt, dass es sehr, sehr weich ist. Jetzt hast du hier komplett das Gegenteil. Wie sieht es mit der Lenkung aus? Hast du da was gemerkt, dass es so ein bisschen direkter wird? Ja, hier ist ja auch zusätzlich noch zu dem Fahrwerk auch noch ein H&R-Stabilisator verbaut. Mhm. Und den habe ich damals auch deswegen eingebaut, weil der Stabi kam immer an den Rahmen dran bei der Tiefe. Und der Zubehörstabi von H&R ist weiter geschnitten und teilt aber dem Auto auch gleichzeitig noch eine ganz andere Agilität mit. Ja. Also wenn ich jetzt mal hier richtig Gas geben würde, würdest du sagen, hey, das macht Spaß. Weil also das Ding klappt super. Vom Fahrverhalten ist es wie ein Go-Kart mit Dach. Das ist unbestritten. Pass auf, hier kommt gleich so ein ganz fieses Ding und ich habe Angst um meinem Rücken. Ich werde extra langsam. Ausfahrt TV im Rollstuhl oder wie machen wir das? Ja, dann? Da müssen wir mal aufpassen, ne? Nicht, dass ja. Wir hier in der Zukunft, ne? Mein Vater, der hat ja früher auch so einen Golf 3 gehabt, GTI und knüppeltief und so weiter. Ne? Der hat das dann nachher echt im Rücken gemerkt. Ja. Naja. Gut, man kommt, irgendwann kommt man in das Alter, ne? Ja. Apropos Alter. Alter, sag mal, wie viel hast du denn hier investiert? Weißt du das? Ich weiß es, ich möchte es dir eigentlich nicht sagen. Ich glaube, ich weiß es. Eigentlich möchte ich es gar nicht wissen, weil es sind schon so viele Jahre und da geht immer mal ein bisschen wieder was rein. Ja. Und nein, ich weiß es eigentlich nicht. Es ist schon echt viel reingeflossen, aber ich möchte jetzt hier keine Zahlen nennen. Die Frau schaut zu. Das macht nichts. Also meine Frau... aber ihr teilt das Hobby auch, ne? Ja, also meine Frau, da kann ich von Glück reden, dass die das alles so mitmacht, weil sonst würde sie, glaube ich, mit dem Passat auch nicht klarkommen. Der Passat ist auch nur 2,5 cm beim Boden und da muss man schon ein bisschen lieben. Das Hobby muss man sich teilen, weil wenn man da jemand hat, der da keinen Bock drauf hat, kann man das Ganze schon knicken. Und das Hobby teilt ihr beide und fahrt dann auch gemeinsam jetzt auch noch auf Treffen, so wie früher, oder ist das weniger geworden? Wir würden das so gerne machen. Jetzt ist ja auch das Wörthersee-Treffen wieder angesagt. Ja. Und jedes Jahr blutet uns das Herz, aber wir kriegen es einfach vom Zeitlichen her nicht geschafft. Wenn ich mir jetzt so einen Polo 6N kaufen wollen würde, weil ich sage, komm, hatte ich war damals mein erstes Auto zum Beispiel oder was und ich möchte jetzt heute nochmal so einen haben. Auf was muss ich da achten? Rost. Die Autos sind sehr rostanfällig und wenn man da nicht immer hinter ist, also die rosten gerne hinten in der Ersatzradmulde, Seitenteile fangen sehr schnell an zu knuspern und auch vorne die Kotflügel. Aber ich mache es zum Beispiel so, wenn ich jetzt an meinem Auto, wenn das am Wagenheber war, es kommt sofort wieder Wachs drauf und wenn man dahinter bleibt, passiert dem Auto auch nichts. Was machst du ansonsten, um den Wagen zu pflegen? Also jetzt nicht vom Waschen her, meine ich jetzt nicht, sondern wie regelmäßig wechselst du das Öl oder? Also ich fahre pro Saison circa 2.500 Kilometer oder so und danach kommt das Öl raus. Also alle 2.500 Kilometer? Nach jeder Saison kommt das raus. Ob es 1.000 Kilometer gefahren hat oder 5.000, egal, ja. Kommt dann raus. Also ich reduziere natürlich auch der Kilometerstand von 132.000, der hat nichts getan, der Wagen. Genau, und nur mit gutem Öl. Was für Öl nimmst du? Ich nehme das von Castrol, das Edge. Beim Tanken, achtest du auf, tankst du Super Plus oder tankst du normal Super? Super Plus.
Also immer das Beste, die beste Suppe, die es gibt. Richtig, genau. Weil ich denke mir, ich fahre nicht viel, aber wenn ich damit fahre, dann möchte ich Spaß haben. Und man merkt auch wirklich teilweise, also man merkt es nicht teilweise, man merkt es, der Anzug und sowas ist alles ganz anders. Das spricht alles ganz anders an. Als wenn ich jetzt zum Beispiel E10, würde ich niemals tanken. Nein, darf der glaube ich auch gar nicht. Doch, darf er glaube ich schon, aber ich tue es nicht. Du hast eine Motorleistungssteigerung durch einen Chip drin, dann darfst du trotzdem nur E10 fahren? Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil es von mir aus dem Kopf auch gar nicht in Frage kommen würde. Nein, kommt für mich auch nicht in Frage. Ich sage immer, die Fahrzeuge brauchen guten Kraftstoff und dann lieber 10 Cent mehr bezahlen, als nachher da doof dastehen. Ja? Und die Additive, die da drin sind, die haben natürlich auch eine motorreinigende Wirkung. Und wenn man sowieso wenig fährt, da kann sich dann nämlich doch Schwitzwasser absetzen. Und bevor es dann da irgendwie zu kommt, ja, dann nimmt doch lieber den Supersprit. Genau. Ja? Peter, vielen Dank für die Runde. Und bevor wir gleich zum Ende kommen, wisst ihr, es gibt immer drei wichtige Fragen, die wir noch klären müssen. Die erste haben wir schon geklärt, der Peter wäscht sein Polo, wenn er Zeit hat, jeden Dienstag. Die zweite Frage wäre, absoluter Traumwagen. Bleiben wir mal so im Youngtimer-Bereich. Mein Traumwagen wäre ein Audi 50. Schweinetief muss das Ding sein. In 7x13 Runden, eine schöne klassische Felge drauf. Also 175,50. Genau. Aha. Und ein bisschen Schwung sollte haben, dann so ein vom 6N GTI vielleicht den Motor da drin. Das wäre für mich so der Traum, ich brauchte kein größeres Auto. Das wäre für mich einfach das Auto. Der ist leicht, der hat dann viel Leistung. Damit dürfte er auch relativ sportlich in die Ecke gehen. Du hast aber auch einen größeren Wagen zu Hause stehen, ne? Ja, zu Hause habe ich noch einen Passat 3C B7. Weil mit Familie in so einem kleinen Auto und wenn dann noch der Hund noch mit dabei soll, ist das alles ein bisschen eng und das macht dann auch nicht so den Spaß. Und ich kenne Peter ja nun wirklich sehr, sehr lange und ich wusste, als er damals gesagt hat, ich kaufe mir Passat 3C, da wusste ich, der bleibt nicht original. Natürlich ist er nicht original. Der ist schweinetief, der hat natürlich andere größere Räder drauf und weil er so tief ist und weil es ein Passat ist, hat er sich noch einen Alltrack reingemacht. Ja, ist natürlich total verrückt eigentlich. Und so habe ich den Peter damals schon kennengelernt. Der war einfach immer total verrückt und wusste aber genau, was er wollte. Also bei den Umbauten wusste er immer genau, wo er hin wollte und hat das Ziel nie aus den Augen verloren. Und hat jetzt, glaube ich, nach 18 Jahren so den Polo, da gibt es nicht mehr, was du verändern möchtest, oder? Ich glaube, also meine Meinung ist auf jeden Fall, weniger ist oft mehr. Und also ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich daran verändern sollte. Und ich lasse ihn einfach so. Und erhalte ihn so und ich glaube, die Aufgabe ist dann auch schon groß genug, um das Auto zu erhalten, so wie es ist. Die nächste Frage wäre jetzt gewesen nach dem Lieblings-Oldtimer, aber das wäre dann wahrscheinlich auch Audi 50 dann. Das ist für mich auf der Festplatte drauf, Audi 50. Das ist dein erstes Auto gewesen, Polo 1, ne? Richtig, genau. Audi 50, Polo 1 für die Jüngeren von euch, ne? War ungefähr damals das Gleiche. Der Polo 1 basiert tatsächlich auf dem Audi 50 und daraus ist auch erst diese ganze Polo-Geschichte entstanden. Das muss man mal so tief muss man mal rein hier in die Wikipedia des Automobiltunings. Und wenn ihr mal richtig lecker essen gehen wollt, ja, dann fahrt ihr doch mal nach Schmalenberg. Hochsauerlandkreis und auch schöne Strecken kann man mal angucken. Und dann guckt ihr noch mal, was der Peter da macht. Und dann sagt er einfach, ihr kommt da hin wegen Ausfahrt TV Tuning, kommt da sicherlich auch mal aus der Küche raus und schüttelt euch die Hand. Das würde ich tun, ja. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr nicht nur beim nächsten Mal wieder einschaltet, nein. Sondern ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Peter jetzt ein Like da lässt, dass er an seinem einzigen freien Tag in der Woche hier hingekommen ist, um mir den Gefallen zu tun, euch den Polo zu zeigen. Da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr Fragen habt zum Polo-Umbau. Unten kommentieren. Der Peter liest nämlich mit. Ja, und dann beantwortet er die auch noch an seinem freien Tag am Dienstag. Und, Das kann dann länger dauern, ausnahmsweise mal. Aber ich weiß zwei Fragen pro Dienstag dann. Zwei Fragen pro Dienstag machen wir. Ja. Aber ich weiß ja viele Sachen, die hier dran verbaut sind. Das heißt, ein paar Sachen kann ich dann noch sagen. Zum Beispiel belederte Innenraum hast du noch gemacht. Dann hat er die komplette Beleuchtung noch umgebaut auf LED-Technik und. Also das Format hätten wir... Nicht zu vergessen auch die gekürzten Antriebswellen, die hier drin sind und die verjüngte Welle, damit ich auch die Tiefe fahren darf. Das hatten wir vorhin vergessen zu sagen. Der muss ja tatsächlich die Antriebswelle kürzen und auf der anderen Seite ist normalerweise eine Hohlwelle. Genau. Das ist aus massivem Stahl. Vollwelle, ja. Aus vollwertigem Material. Vollwelle heißt es dann tatsächlich. Und warum hat man das gemacht? Ja, weil er sonst, wenn er zu tief ist, ne, schlägt er an. Und damit, wenn er anschlägt, haben wir natürlich ein Problem. Dann poltert es A und B ist es unfahrbar. Und was da noch hinzukommt, also der Hauptgrund war eigentlich deswegen, dass der Druck vom Getriebe runtergenommen wird, weil die Polos eigentlich immer sehr viel Probleme haben im Getriebe. Damit hatte ich auch schon Bekanntschaft gemacht, ganz am Anfang da, wo ich die Erfahrung noch nicht hatte mit dem Auto. Da war nach ein paar tausend Kilometern das Getriebe kaputt bei der Tiefe und
Dann hat mir ein guter Kumpel, der sich da auch schon mal mit auseinandergesetzt hat, der hat auch eine eigene Firma, darf ich auch vielleicht mal erwähnen, der Klaus Hebbinghaus, KH Racing. Schöne Grüße. Der hatte mir gesagt, du musst die Wellen kürzen und seitdem ist auch Ruhe im Karton. Also es funktioniert. Wie viel hat er jetzt gelaufen? Der hat jetzt 131. Ach, der ist ja gerade mal eingefahren. 18 Jahre, 19 Jahre, bald 20 Jahre alt und gerade ist mal eingefahren. Ja. Also mein GTI, ne? 308.000, immer noch erste Maschine. Soll er halten. Soll er halten. Jetzt haben wir es aber wirklich. Also, kommentiert hier drunter, lasst ein Like da für Peter. Nicht für mich, sondern für Peter. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Freitag wieder einschaltet, wenn es heißt pünktlich um 12, Ausfahrt TV Tuning. Bis dann, euer Jens. Ach nee, ich muss sagen, ciao Fans, euer Jens. Ausfahrt TV Tuning wurde präsentiert von Sonax.